Hallo und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich möchte euch mal was zeigen. Und zwar, die heutige Überschrift heißt, schreibt mir Hate-Kommentare. Und zwar ist mir Ende Februar, Anfang März etwas passiert. Das hier, Meerschwein Liese, schreibt mir solche Hate-Kommentare. Jemand hat seinen Kanal so genannt, mein Profilbild geklaut von Baden im Oktober. Ja, und die sind alle im Spam-Ordner gelandet. Und deswegen habt ihr es auch nicht mitbekommen. Und es kam immer wieder nicht gut auf irgendwelche Videos. Hier sieht man's. Ich habe gedacht, was soll der Quatsch? Immer dasselbe überall. Habe ich mir gedacht, tickt die Person überhaupt ganz richtig? Hab mal nachgeguckt. Meerschwein Liese, 0 Abonnenten. Ich mag das nicht, steht dort. Ja. Und dann ging's weiter. Nächsten Tag oder übernächsten Tag. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hallo? So ein Quatsch. Dann hier Kanalkommentar. Ich mag das nicht. Willst du jetzt einen Keks? Was sind das für Hate-Kommentare? Bitteschön, ey. Heul nicht. Was soll die Scheiße? Lass das. Ja, und das war dann auch schon alles. Ende Februar, Anfang März. Ich habe alles im Spam-Filter gelöscht. Nicht reagiert. Kam auch nie wieder dann was. Aber sich extra einen Account deswegen umzubenennen oder anzulegen, ein Bild von mir auszuschneiden, ein Foto von mir aus einem Video, aus einem Thumbnail dann Meerschwein Liese zu nennen, was läuft mit der Person nicht ganz richtig? Ja, und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, dass ihr mir mal Hate-Kommentare schreibt, um mal zu zeigen, wie das richtig geht. Versucht euch was Kreatives auszudenken. Es sollen keine Beleidigungen allerdings sein. Also keine unnötigen Ausdrücke, Beleidigungen und so ein Quatsch, sondern einfach mal etwas Besseres als das, was ihr gerade gelesen habt. Das dürfte wirklich nicht schwer sein. Ja, Purzel war beim Friseur, damit nicht wieder irgendwelche Milben kommen. Ja, dann würde ich sagen, los geht's, nicht wahr? Es ist fast alles erlaubt, außer Beleidigungen und irgendwelche Verstöße gegen die Menschenrechte und Ehrverletzungen und sowas. Das hat dieses Meerschwein Liese ja schließlich auch nicht gemacht. Da kamen ja auch keine Beleidigungen, aber eben nur so ein sinnloser Quatsch. Okay, bin auf die Ergebnisse gespannt. Bis zum nächsten Video. Ciao.